Moin, mein Name ist Jerome Lolling und das hier ist ein Tutorial für mit Learning Apps zu schaffen. Im Momentchen, voilà. Hier ist Learning Apps, manche Kamera Apps, so. Die Internetseite ist learningapps.org und das ist schon mal das nächste Problem. Für was? Wenn ich App lese, dann denke ich an Handy, Smartphone, iPhone, Samsung, whatever. Mir hat halt gar nicht mit Apps zu tun. Und ich habe die Internetseite, denke ich, für Jahre entdeckt. Was ist das da? Und lo, wo ich Profi kennengelernt habe beim INL, Stagiaire. Und die haben gesagt, sie gingen mit Learning Apps schaffen. Also, manchmal haben wir genauer geguckt. Und wahrscheinlich geht es dir selbst wie mehr. Es ist schon einfach keine Lust mehr, immer nichts, eine neue Internetseite kennenzulernen. Und mich immer im Restaurant zu schaffen mit Tonnen Tutorials. Und ich bin mal da können und sagt, ah, oh, das hier ist aber viel besser. Nee, das ist nicht ein Sinn und Zweck von diesem Tutorial. Ich erkläre euch auch nicht Learning Apps aus einer ganzen Dimension. Sie, so viele Funktionen, wo ich auch selber nicht weiß. Aber meiner Meinung nach brauche ich die auch nicht zu wissen. Oder von den anderen ein Tutorial, weil du darüber mehr kann das gerne machen. Das ist schon 2 Minuten am Gang, schon immer noch nicht gesagt. Also, die wollen mal Microsoft Forms schaffen, Google Forms, Edmodo, Moodle, Quizlet. Kein Problem. Kein Problem. Und die wahrscheinlich auch nach einer Plattformen. Mit dem Tutorial, weiß alles, wie es geht. Das ist kein Problem. Also, es gibt meiner Meinung nach nicht eine Plattform, die so viel besser als wie all die anderen. Boah, fangen wir mal an. Wenn du auf learningapps.org, das ist hier Internetseite, .org, heißt es, dann du da überreizt oder die verschiedenen Sprachen. Also auf Deutsch. Apps durchstöbern, App erstellen, anmelden, Englisch, Spanisch, Französisch, découvrir des applis, créer une appli, se connecter, Italienisch, Russisch, Nicaragua, Kokain. Ich persönlich schaffe immer mit Englisch. Ja, weil ich eben schon in den 80er Jahren und 90er Jahren mit Computer geschafft und ich kenne die englische Terminologie. Das will nicht sagen, dass mein Englisch besser ist als mein Deutsch, absolut nicht. Mehr an der Computertechnologie ging es besser mit dem Englischen eins. Das ist aber auch vielleicht nicht bei euch der Fall. Der geht vielleicht besser eins mit dem Deutschen. Da probieren wir mal Deutsch. Du hast noch ein Ding. Oh, da noch viel mehr. Da könnt ihr euch da auch rausziehen. Letztes Mal ist das nicht dabei. Ich habe letztes Mal dabei gesagt, an einer anderen Funktion, ich weiß nicht. Ich bin auch nicht definitiv den einzigen Letzteboyer, der mit Learning Apps schafft. Ich bin ganz sicher nicht den ersten, der mit Learning Apps schafft. Wie gesagt, einer Prof hat mal davon geschwärmt, ich habe mal da durchgeguckt. Wow, ich war impressioniert. Aber ich habe schon an der Tischzeit auf einer Seite gesehen. Bloß mal Learning Apps. Ich bin immer noch Fan von Learning Apps. Wann es da geht. Weil das so ein Problem am Dekonfinement als Zeit pur mal zusammengebracht. So, da kommt schon mal nämlich raus. Super. Refresh. Das läuft, ich schneide nicht. Also gehen wir mal auf Deutsch. Und da muss er erst anmelden. Hör über jetzt. Das ist normal. Kostet nicht. Dann kriegt er einen Link geschickt und dann aktiviert er ihr eure Konto. Braucht nichts zu bezahlen. Soweit ich mich erinnern kann. Das ist gratis, geht einfach. Da geht der E-Mail-Adresse und fertig. Schmelle mich lohn.
Neues Konto erstellen, Passwort vergessen. Wenn der nicht Mamba sieht, dann neues Konto erstellen. Der muss das nicht machen. Da könnte ich auf diesen Tutorial gucken und so ein okay, ich probiere. Aber ich gehe noch kurz raus, weil ich noch nicht will, dass ich für immer Passwort gesehen. Also. Und dann Passwort. So, von auch egal. Ja. Ich mal login. Dann gehe ich zurück. Mal eine Nachricht. Parameter du kannst hier um Lulling, gehe ich mal auf Deutsch. Ich wusste nicht, ich gehe nur gucken, was das. Ich weiß nicht, dann. Ja, hi, er ein Exercice, er Appli, also um Flowmat als 100 Mal geguckt. Ne? Das ist alles, wenn ein Exercice von der selber so dags geguckt hast, dann kriegst du eine Nouvelle, well, big deal. Das nervt aber, also ich gehe nur zurück auf die Hauptseite. Ah, oh, da steht er immer noch da, also das ist so. Aber da steht in der Mitte. So, also ich sehe lo Learning Apps. Mit meinem Numm connectiert. Schon 6 Minuten an nichts gemacht. Der kennt hier meine Klassen, das weiß ich nicht, das habe ich selber noch nie ausprobiert. Da von den Tutorials im Internet. Da können die Schüler von ihren Klassen da angehen und da sieht ihr genau, so schreiben sie mal, was für Schüler, was für Tester gemacht haben. Du hast meine Apps, das weiß ich ja schon nicht, das sind alle guten, die existieren, die ich schon gemacht habe. Also ich meine, ich bin bei einer 300, wenn nicht noch mehr. Weil der Vorteil ist, und das muss man mal leben, für Learning Apps ist das einfach. Der braucht nichts zu programmieren, dass sie von auf den Bankomat geht und der klickt, 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 klickt und da kommen zu. Oder den Exercise. Mal Apps durchstöbern an App erstellen. Apps durchstöbern, da könnt ihr gucken, was das alles von App gibt. Und ich invitiere euch, das zu machen. Aber ich gehe mal hier direkt auf App erstellen, weil ich will erst einen spezifischen Exercice weisen. Und das ist der Lückentext, weil ich fand, der Lückentext ist wirklich immens nützlich. Und das auch super einfach zu machen. App erstellen. Da hat er dann die verschiedenen Formen von Exercices, Schablonen. Ja? Aber wie gesagt, probiert sie alle aus. Da könnt nicht falsch machen, da könnt nicht futtig machen. Ich gehe hier auf die Do-Lückentext. Am Englischen ist das dann Close mit Z. Und am Französischen Englisch ist es Text der True. Ich kann gucken, gehen. An sich, Text der True. Ich will die True, die die True. Wow, okay. Lückentext. An Luder auch nach einer Spieler. Mit Audio, Video, Kreuzworträtsel, Hangman, Federrode. An hier könnt ihr auch noch, das habe ich noch nie selber ausprobiert, ein Pinwand. Das ist an der Klassen. Virtuelle Klassen, Chatten und Aufstimmungen. Also, wenn du gerne ein Tutorial will machen, schon da paar auf YouTube geguckt, mir schon da die Belohnung nicht gemacht. Ich bin kein Expert von Learning Apps. Ich meine nur just den Lückentext. Also klicken Sie auf Lückentext. Da kriegt ihr direkt Beispiel 1, Beispiel 2, Beispiel 3. Und da könnt ihr auch noch weiter Beispiele gucken. Und da 1, 2, 3, 4, 5, das sind also tausende von Beispielen. Die Dosilo auch nicht mal nicht alle auf Deutsch, das ist so egal. Lückentext. Ich weiß nicht, was ich soll hören. Das live. Ich probiere mal den hier. Oh, 3000. Ja, ah ja. Da sind da innen 3599 Mal, als die geguckt gehen. Und da, wenn ein Ado aus der weiß, dass. Den als Publikum schon frei kann dir gucken. Der könnt noch raten. Whatever. Boah, der sieht, die sind alle ganz ziemlich viel geguckt gehen. Ich weiß nicht, was für ein soll.
deutsche Verben 16.000 Mal geguckt gehen. Teste dein Wissen zum Thema Lückentext, Biologie. Ich gucke mal. Dann nur da, das ist ein Exerzis, gell? Und dann nur da, Kohlenstoff kommt in unterschiedlichen Arten auf der Erde vor, oftmals als, und da muss er eben da etwas antippen. Voilà. An einer Rätsel hast du blaue Knäppchen, da kriegt er es verbessert. Zum Beispiel hey, oftmals als. Puh, ich brauche ein Getränk. Falsch, weil. Voilà. Ich weiß ja schon, Antwort. An diesem Lückentext weiß ich nicht. Und da könnt ihr hier eine ähnliche App erstellen und dann oder die Struktur vom Exercise, da könnt ihr so eine ähnliche machen. Voilà. Von den Dolo nicht so super. Ich gehe mal noch eine andere gucken. App erstellen. Lückentext. Also, ich habe mal ein Beispiel geguckt, da können wir auch hier jetzt neue App erstellen. Mal gucken, was da geschieht. Ah, voilà. Das gefällt mir noch besser. Das ist so ein ganz idle neue App erstellen. Und da geht den Titel von der App, den Namen App steuert mich enorm. Ich hätte lieber, ich meine Kamera mal am Wäsch. Ich hätte lieber dagegen stehen, von der Übung oder so. Aber muss ich sich eben darum gewinnen, dass App nicht mehr just Handy ist. Dann tippen ich da an, Test. Ich meine, am letzten Beispiel so mal auch Lückentext. Und dann nur da Aufgabenstellung, schreiben wir da in ein Feld, einen Text. Wann ich gelift aus. So. Hier geht es auch schon spannend. Auswahl aus Liste oder Einschreiben. Das ist ein großer Unterschied, weil entweder der kriegt ein paar Alternativen angewiesen oder der muss selber antippen. Ich mal mal Auswahl aus Liste. Okay. Und dann nur daheim eine Überschrift. Das ist auch schon interessant. Du könnt einen Text antippen, ein Bild dabei setzen, Audio oder sogar ein Video. Ein Video just von YouTube. An den Audio, die war mal ausgeschaltet, aber ich weiß, schon hat noch nie probiert. Wenn ich mit Audio will schaffen, da setze ich schon einfach für dich auf YouTube. Und dann setze ich den Link dann an den Exercise. Sorry, wir bleiben immer ganz basic. Ich meine, du mal nicht. Okay? Und dann ist hier mein Lückentext. Und, machen wir einen einfachen Exercice mit Adjektiva. Adjektiva am Akkusativ. Ja, das ist ja einfach. Also schreiben wir Adjektiv. Okay. Und da schreiben wir erste Satz. So, normal. Und dann meine ich das Adjektiv. Da ja. So, dann mache ich Doppelpunkt. Hier hat ein teuren Autopunkt. Wenn du lo guckst, ja, du hast ja keinen Lückentext. Boah, was muss ich lo machen? Ah, das größte Geheimnis, das ist mega kompliziert. Die braucht halt just teuren. Minus 1 minus. So. Und da geht er innen, da hat er Lück, minus 1 minus, und da schreibt er da Dajaren. Voilà. Und wenn er gerne ein Alternativfeld aufweisen, dann macht er hier Punkt, Komma. Das Semikolon. Point, Virgule. Okay? Da könnt ihr zum Beispiel Dajacht. Point, Virgule. Dajare. Point, Virgule, was tun wir nach? Da ja.
Voilà. Der könnte dem Schüler sogar helfen, wenn er nach Hand drun schreiben, nach Klammern, er guckt das männlich. Das ist der Logis für den nächsten Satz. Und hier könnt ihr Feedback könnt ihr schreiben: Wow, super, alles richtig. Ja. Mal Smiley dabei. Whatever. Könnt ihr ein Hintergrundbild dabei laden. Ihr könnt auch noch eine Hilfestellung dabei setzen. Zum Beispiel, ich weiß nicht. Einen schönen Hund. Männlich. Ein schön. Aber weiblich. Ein schönes Haus. Sächlich. Und dann ist es schon. Das ist eher ein Lückentext mit enger Froh an engem Satz. Über den Adjektiv. Und die Clip dauert schon 16 Minuten. Fertigstellen und Vorschau anzeigen, da weiß ich nicht, das. So, klickt da hin. Ah, voilà, hier ist ein Exercice. Also, die Aufgabe, ja, das ist auf Deutsch. Ja. Das könnt ihr auf Französisch, aber das könnt ihr nicht auf Letzteres mehr. Consigne steht dann am Französischen. Adjektiv, da ja, hier, Hut, da klickt er drauf und dann hat er Dyer, Dyerin, Dyerin, Dyert. Dyerin, Auto. Okay, und da klickt er in der Rätsel auf den blauen Knäppchen und da seht ihr alles richtig. Voilà. Da könnt ihr aber auch zum Beispiel Dyert, Auto und da klickt er drauf und da seht ihr, oh, hi, das ist falsch. Und wenn ihr fertig seid mit der App, dann macht ihr die App speichern. Ihr könnt aber auch erneut anpassen. Da gibt es auch ein paar andere. Zum Beispiel hier 2. Da schreibt er hier, was weiß ich, Böllisch. Hier wird, hat, wird, eng. Und dann macht er natürlich hier 2. Und dann machen wir hier Push, das ist ja weiblich. Ja. Und dann gehen wir hier hin. Und dann bei, wo war das? Hier weiteres Element hinzufügen, dann machen wir hier Böllisch. Das ist immer den erste, wo richtig ist. Ja. Das ist auch wichtig, ja. Böllischen. Das ist aber nicht, dass auch den ersten ist, den ungewiesen geht. Ja. Da können doch schon 3 machen, da muss nicht 5, da können doch schon 2 machen. Ja. Das ist immer den ersten, wo der Computer da weiß, ah, okay, den ersten, der muss richtig sein. Und dann meine ich hier fertigstellen, Vorschau anzeigen. Alla, nur nicht 2 Sätze. Hier hört ein teuren Auto, hier hat hört ein böllisch Porsche. Und da klicken wir halt drauf, puff, alles richtig. Wenn ihr dann fertig seid mit der App, da klickt ihr hier innen auf App speichern. Und lo ist die App fertig gespeichert. Und da kann ich hier oben gucken bei meinen Apps. Ja, bei mir sind da lo schon ganz viel, weil ich die Niveaus angestuft habe mit verschiedenen Formen. Wir haben also lo, dann den Test Lückentext und da könnt ihr hier, wenn ihr da drauf klickt, da könnt ihr es in ein paar überschaffen. Wenn ihr da drauf klickt, da könnt ihr so ein Bild dabei laden, wie lo hier oder da. Das könnt ihr erst dann von eurem PC, das gesagt dann so aus, voilà, dann werdet ihr das just ranziehen, dann ist das dabei. Der könnt ihr doch an eine andere Rubrik verschieben. Der könnt Statistiken gucken, wie das diese geguckt, und der könnt es aber auch löschen. So, App Lückentext, und der sieht halt auch als da durchgestracht. Das ist wichtig, das ist am Moment gesehen, just ich sie, weil ich sie so gemacht habe. Mit den anderen, die auf meine Seite geht, die seid sie nicht. Und dann, wenn der Lo einfach so, ah, ich will, dass die App da öffentlich geht, da klickt er auf öffentliche App. Den Titel, den könnt ihr dann einen anderen Gebiet auswählen.
weitere Sprachen höre ich normalerweise. Und du hast da, wo du kannst, Lützbäuerisch, du und Schlitzbäuerisch dabei gesagt. Lützbäuerisch und dann Tags, dass die Leute rumfahren. Und du könntest nach dem Niveau erstellen. Das ist alles egal. Formular absenden. Das ist alles. Geht alles direkt. Aber wenn der Lo guckt, hallo steht, hallo ist halt so hellgrau, der Tisch, die also Lo öffentlich. Aber wenn ich Lo. Das heißt vielleicht auch wichtig. Wenn der Lo einem den Link will checken, dann hat er just hier und sie klickt jetzt im Mausknäppchen Copy und dann hat er den Link. Oder der klickt da drüber, dann hat er auch den Link. Copy und dann hat er den Link für zu verschicken. Für zum Beispiel ihre Schüler zu verschicken. Aber wenn ich lo auf meine Seite gehe, dann sehe ich, da lo ist ein A da. Das heißt, am Moment kann ich für den Exercice gucken. Test, Lückentext. Voilà. Absolut basic, basic Formation. Und ja, ging mich freuen, wenn der Urlaub so Exercice ging machen mit Learning Apps. Können wir sie schicken und da kann ich sie eventuell auch bei Ming dabei setzen. Natürlich steht dann immer den Auto da, eingestellt von. Wann du zum Beispiel, ich weiß nicht, Exercise, zum Beispiel hier Dauerzeit. Ja, da ist ein Exercise, den das eigentlich vom Iskra Petkova. Da klicke ich da drüber und dann habe ich den Exercice so wie hatte gemacht. Hat heute gemacht am Englischen. Und dann ähnliche App erstellen und dann stehen die Meinung da. Das heißt, du sich kein Copyright. Schüttfere kann alles nur machen. Da können doch all meine Exercices nur machen. Ich weiß nicht, ich lohne nicht die einzelnen Möglichkeiten von Exercices, was das alles gibt. Hier ist absolut basic, just für Lückentext zu machen. Und den Rest können wir dann an der Formation beschwätzen. So, also es ging mich freuen, wenn das am meisten ging, denke ich, probieren. Was Lohn auch zum Beispiel kann man das, hier ein Exercice gemacht, Akkusativ oder Dativ, da könnt natürlich auch Text für draus setzen, ja, für ein bisschen erklärt. Und dann eben heißt, ich wünsche einen dummen Kandidat, du siehst da schon, lo, du kein Auswähl. Aber wenn wir dieselbe Prinzip dann halt verbessern, der könnte auch nach mir komplex machen, zum Beispiel lo, hier mit Bilder. Boah, lo, also so, du musst aber schon ein bisschen können programmieren. Und dann ist gesehen, ein Kische mit, ein Kische schaff oder einem Kische schaff. Pardon. Und das ist auch noch flott, weil sind da mehr kann ihr bei Learning Apps Schablonen ein bisschen adaptieren, wenn ihr ein bisschen HTML kann. Da muss aber nicht sein. Da kann ich zum Beispiel Fett etwas machen, kann ich ein Blob machen, kann ich Kolonne machen. Ja, das ist viel mehr komplex, mehr das Basisprinzip ist immer dieselbe. Und hier ist die Seite grammar.lu, da sind ich noch mehr weit gegangen, da könnt ihr auch hier oben jetzt auf den Dinge stellen, da geht es mir groß klicken. Und da habe ich da ein Grammar entwickelt mit einzelnen Rubriken. Wenn ihr zum Beispiel hier auf Syntax geht, dann springt dann hier bei Syntax, da könnt ihr hier die U klicken. Könnt auch da, da geht drum rum. Und das weil ich viele Schüler und ich freue mich immer dieselbe Frage. Und mit Zoom, und mit, auch mit YouTube-Video-Chat oder Microsoft Teams oder whatever. Also es ist viel mehr einfach, dann hin einen Link zu schicken, wie lo, Scan, ein PDF oder. Also grammar.lu ist also eine Zucht Online-Grammar, wo ich dann hauptsächlich Sachen einmal online setzen aus meinem Buchwerben, Tabellen und Blitzebüch. Und dann aber auch noch komplettieren. Zum Beispiel hier. Was war ich lo gefroht gehen, natürlich schaut dabei gesagt, natürlich immens flott fand. Ah ja, mit den Nervensätzen. Nervensätzen mit weil, gehen wir immer rumgefroht. Ja, hin trinkt Wasser, hin aus Duschstrich, hin trinkt Wasser, weil hier ein Duschstrich aus. Ha. Und dann, ja, kann ich auch so, weil hier ein aus Duschstrich. Ja, kann ich noch so, na.
Und ich konnte das aber nie richtig erklären. Und habe einen Artikel von der seinem Buch, der Text extrait Kant aus seinem Spruch. Und die erklären eben, dass Kant am Anfang von 3 Jahren, da seht ihr den Pullover an, weil es als kahl. Und dann haben nur, wenn ihr bis versteht, dass ein Hauptsatz Nebensatz, dann müsst ihr eben auch, weil es kahl ist. Das ist eine super Erklärung. Kann das in Sprachen und dann wünscht dann eben auch, können da Linken dabei setzen, können Fotos dabei setzen, ihr könnt, als zum Beispiel ein Exercice, wo ich auch Videos dabei gesagt habe, mit Filmquiz. Ich habe Filmquiz vom Troublemaker. Können die kurz lauschen und dann wieder einen drin hat frohen, wie ist das Film? Voilà. Was sieht denn Johnny Chicago zum kleinen Bof? Und dann muss er schon lauschen oder wenn ich eine Option, ja, da könnt ihr auch sogar auswählen. Ja. Voilà, Leifern. Ich hoffe, dass dir das ein bisschen geholfen. Guck dir das an. Da fand auch auf Wikipedia Erklärung am deutschen Wikipedia, wie Learning Apps entstanden ist. Die Seite geht schon, soweit ich das verstanden habe, sind da 2009. Ja, so ziemlich lang. Und das ist eine Kollaboration mit der Uni Bern, Mainz, Zittau, Görlitz. War aber nur ein gigantisches Problem mit dem ganzen Corona. Und du siehst da auf Facebook, da haben sie eine Seite, erklären sie am 9. März, da hatten sie einmal 5.817 User aktiv. An enger, zur selben Zeit. Und das hat das Site nicht ausgehalten. Da sind da 8.700, gehen sie entschuldigen sich dann noch permanent. Da sind da 42.000 gehen. Und das ist einfach alles zusammengebracht. Und das war für mich ein Horror, weil ich hatte alles auf Learning Apps. Brett, bin Moment sogar 140.000, das ist einfach ne, das ist nicht mehr gegangen. Aber sie sind dann an den Schule, ich habe schon noch geschrieben, einfach was geht das nicht und gerade lo, und dann haben sie Funktionen ausgeschaltet, zum Beispiel Statistiken oder mit Video, Audio. Und dann los, als das besser ging, weil sie dann eine stabile Plattform fanden und dann hatten sie immer Probleme am sechs. Und habe gesehen, da hier Statistiken, das ist der Wahnsinn. Vom 2. Juni 2020, du hast dann Schools in Europe open again und du hast dann eben von 6 Millionen direkt draufgegangen, ob 2 Millionen. Und sind da hier, muss ich sagen, das ist relativ gut gegangen. Aber das habe ich auch noch gemacht und das ist schon einfach Zeit-Exercice.lu genannt. Weil wenn da lo ob Learning Apps kommt, ja, Learning Apps, ja, wo fand da könnt ihr eventuell Lützburg antippen. Ja, und da kommen viele Exercices, aber die sind nicht immer von mir. Was macht ihr gern? Das sind das ist ein anderer. Das ist auch nicht, das ist nicht das Problem mit. Das ist just, wenn der RM Schüler will, so ein Hamelo den Exercice genäht oder die Do-Rubrik. Und da finde ich dann einfach, mein Seite Exercice.lu genannt. Wie geht das lo? Wenn ich auf mein Konto gehen. Ja, du hast Exercice.lu. Wenn ich dann auf Exercice.lu, das ist dann ein Redirect. Da geht es direkt weitergeleitet auf mein learningapps.org/user/moyen. Wie nennt ihr das? Startseite, ja. Und da könnt ihr dann noch so Folder kreieren mit Farben und da könnt ihr, das ist schon so dem Niveau noch gemacht, das ist noch für Grammar, das ist mit Bilder, das ist mit Sprichwörtern, mit Video, ich weiß nicht, das dann alles, auch Quizfrage und Antwort, auch der Test, mit Übersetzung, ohne Übersetzung, hier drinnen sind so mit die neu. Voilà. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Bis dahin, in einer halben Stunde. Ich denke, das ist wichtig, dass er das los macht. Los, Etappe für Etappe. Und wie gesagt, denkt dran, ein riesen Nachteil ist, dass Learning Apps nicht so stabil sind wie zum Beispiel Quizlet. Viel mehr stabil. Weil nicht so groß. Die Situation hat sich noch geändert. Ein anderer Nachteil ist auch, der kann die Exercice nicht aufsaven.
Da können sie vielleicht separat um also Word-Dokument halen und dann online setzen, wenn es darum geht. Meine Geschwister waren immer da, auch wie der Site nicht gegangen ist, wie ich mich darum konnte aktivieren, anloggen, da waren sie aber da. Also sie waren nie gelöscht, Gott sei Dank. Weil das hat auch noch gefehlt. Ja, wie gesagt, dort Facebook, dort Wikipedia, wo du noch könnt gucken. Ein anderer Vorteil ist natürlich, du brauchst kein paar Bayer auszudehnen. Das könnt ihr ja im Moment sowieso nicht. Der Kredit automatisch verbessert. Und am Zoom, am YouTube-Video-Chat, braucht ihr auf Share-Screen und dann sieht sie den Exercice. Der könnt auch Breakout-Rooms immer da spielen. Da geht er hin in den Link und da können Sie am Breakout-Room nochmal das schaffen. Ja. Da ist noch ein Tutorial, wenn du den auch willst gucken, den ist nicht schlecht. Wie arbeite ich mit einer Klasse? Tutorial Learning Apps, ja. So für ein Jahr hin erklärt, wie in der NIM eine Klasse setzt und dann kriege ich just Daylight Achse ob den Exercice und da sieht er genau, ob sie es gepackt haben oder nicht, ob sie es gemacht haben oder nicht. Mir schön, wie gesagt, schon nicht probieren. Dass es nicht so weit kommt. Und ich so selbst vergesse, nee. Ich hoffe, der guckt der Stadt dann nun für unsere Formation. Und der Rest sieht er dann durch. Ich weiß nicht, schon noch ein bisschen, wie ein Videochat funktioniert. Wen doch an einem Videochat kann ersetzen. Ich weiß nicht, verschiedene Formen von Exercises mit Learning Apps. Also. Und dann vielleicht studiere ich schon selber auch den einen oder anderen Exercice entwickelt oder mehr entwickeln ihn zu summen. Wie kann ich das besser machen? Und voilà. Mehr geht es dazu nicht zu sagen. Ich sage euch vielmals merci für eure Aufmerksamkeit und bis hoffentlich da geschwind. Passt auf euch auf. Au revoir.